So, da sind wir wieder. Ja. Ich glaube, wir können wieder ein bisschen Moped fahren. Okay, ich fahre. Nice. Ja, ich fahre das Motorrad. Ich fahre auch. Was soll das denn heißen, ne? Hört auf, ja, ich, die Spackos hier ignoriere ich jetzt. Die können mich immer am Arsch lecken. Ja, aber ich meinte eben schon, deswegen ist auch so, dass GTA auch nicht mehr nur den Stellenwert hat und mittlerweile auch mehr Konkurrenz hat, weil es halt auch andere Entwickler können. Oh. Theoretisch. Oh, ich habe mich voll gegen den Baum geheizt, ey. Oh Gott. Wo ist mein... Achso, hier. Nee, das ist gar nicht. Hä? Wo ist denn das Ding? Wo ist das Ding gelandet? Ich sehe den gar nicht. Achso, das ist. Ach, das ist doch direkt hier am. Ach, okay. Ich kann das. Hab ich's kaputt gemacht? Ich kann es nicht mehr benutzen. Ich gehe nochmal zurück. Unglaublich. Ach Mann. Wie hab ich das denn hinbekommen? Ah, kann sich aber auch blöd anstellen. Haben wir eine gute Route. Ach, jetzt habe ich ja wieder diese Kackbratzen hier vor mir. Mm. Bitte helfen? Ich überlege gerade. Ja, ich komme dir mal entgegen. Oh, wie dämlich, ey. Ich glaube, ein bisschen Feuerunterstützung könnte dir gut tun. Was könnte mir gut tun? Feuerunterstützung. Jetzt bleib stehen. Ja, immer. Wenn wir jetzt ja nicht mehr bohren, dann kann man das machen. Machen wir auch nochmal kurz zu. Tun wir das nicht mehr. Wahre Worte. Ich bin auch noch gespannt, was du hier für Waffen freischalten wirst. Ich meine, da bist du dann auch immer. Oh ja. Waffen. Ich seh dich so ein Stück Scheiße. Komm raus da. Ist Dinger Raketen hier. Weiß ich. Esparres! Ja, Esparres dich auch. Noch Team Esparres. Oh oh. Nee, Team Edward. Tango ist tot. Oh, Level 12. So. Gut. Genau, scoped. Da kommt der Trottel. Los. Zeig die. Dumme Visage, so nämlich. Das muss ja bei CSGO frustrierend sein, weil du schaffst alles auszumachen, dann wirst du genoscoped. So. Was soll das, hä? Danke. Ich hab aber noch ein drittes Motorrad. Ja, Kumpan. Hm? Ach, guck mal, wie krass das von hier aussieht mit der Stadt da hinten. Alter, ja, sieht Alter. Das gut aus, na, Junge. Wie findest du denn das so? Findest du auch hübsch? Ja. Lass ah ja, so, verstehe ich. Also, nächstes Motorrad und diesmal nicht wieder gegen den Baum fahren. Warte, schick ihn mal weg und nicht mehr fahren. Ist geht das überhaupt? Nee, es geht mit dem nicht. Kannst du dich freilassen? Nee. Ein Drecksack weniger. Du kannst jetzt fahren lassen. Dumme Sau, ey. Boah, das ist so richtig Gangster-Move. Der eine hält ihn fest, einen schießt im Kopf. So muss das nämlich sein. Ja. Hast du noch einen Moppe gefunden, oder was? Ja, ja. Okay, perfekt. Und diesmal heiz ich aber nicht gegen den Baum. Ah ja, noch ein bisschen klar Schiff gemacht hier, auch gut. Oh, ich hatte ein anderes Motorrad rum, da wäre ich bald gegengefahren. So, bisschen bremsen. Das zweite zerstört, das wäre jetzt witzig gewesen. Oh Gott, ja. Oh Gott. Wir kommen einfach nie beim Ziel an, weil... weil ich ständig wo gegenfahre. Ich will nämlich Motor wiederholen. Oh Mann, ey. Kann sich aber auch blöd anstellen. Aber ich hoffe ja, dass Breakpoint genauso witzig ist, ne? Das muss ja, wäre geil. Also, wenn es in eine ähnliche Richtung gehen würde wie das Spiel hier... Ich meine, wäre das schon sehr interessant. Das ist viel futuristischer. Ich meine, eigentlich sogar noch lustiger, wenn man das Setting sieht. Natürlich weiß ich nicht, wie die es ausgebaut haben. Oh, da ist ein Gegner. Oh, da können wir noch vorbeifahren. Das sind die Trottel, die immer in der Stadt so dumm rumstehen. Die können mich alle mal am Arsch stecken, die Knallkörper hier. So, hallo, wir bringen jetzt einen Enkel um. Was?
Den Typen, den Emissario. Achso, ja. Danke. El Emissario. Nee, also ich muss schon sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr... Oh, wir haben da vorne Medikamentenkonvoi. Und ich bin nur auf Motorrad unterwegs, das ist irgendwie nicht so geil. Da, wir können dir ja... Aber weißt du was? Das interessiert mich gerade einfach mal so gar nicht. Wir werden trotzdem sterben. Ziel eliminiert. Fuck, fuck, fuck. Ja, fuck, fuck, fuck ist richtig. Ein Autowagen wäre ganz gut. Hey, stopp, 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 stopp. Raus. Raus mit die Viecher. Raus aus dem Auto. Ist das auch ein Auto oder was? Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Oh, der will Stress da hinten. Okay. Okay. Der Tango ist hin. Volles. Oh nein. Wow. Oh lol. Bist du da rüber gejuckelt, ey. Aua. Hier haben wir so. 300 Meter. Ja, jetzt gibt's auch was. Alter, der ist aber nur hingefallen und. Alter. Du bist da so drüber gejuckelt. Ah, fuck. Da vorne ist noch einer. Steig mal mit bei mir ein. Ich muss schießen. Oh, Alter. Nice Drift. So, also kein Team wird irgendwo so ein Auto klauen und einfach so einen fetten Konvoi damit jagen. So. Das ist so dumm eigentlich, ey. Das fühlt sich echt wie GTA an. Oh, rein in die Olga. Oh Gott! Oh shit! Okay, das vergisst er so schnell nicht. Einmal ab und hier den Schalldämpfer, wir brauchen den Schalldämpfer. Ne? Stopp! Oh, der hat doch einen Kollegen drin. Ey, du kleiner Wichser. Oh, wo will er denn lang? Ach du Scheiße. Oh Gott, wie fährt der? Ey, du sag gerade. Das ist nicht so gut von der Kamera. Oh. Oh, das Ding ist kaputt. Nee, ist kann ich ihn noch markieren oder? Ja, ja, ist egal. Schönes Ding. Na, das hat gezählt! Ja, das hat gezählt! Das war kurz davor. LOL! Oh Gott, Gott sei Dank. Okay, das war super knapp. Als ob das doch gezählt hat. Ja, das ist das Geile bei Ubisoft-Spielen. Wenn du es geschafft hast, hast du es geschafft, egal was danach ist. Weißt du, wenn ich mir auch angucke, wie gut das hier funktioniert mit, hey, du lädst mich zu einer Mission an, ich drücke Enter und ich bin auch tatsächlich drin. Wenn ich das auch wieder mit Saints Row vergleiche, ja, es ist vielleicht nicht ein ganz fairer Vergleich, aber trotzdem, das sind so einfache Funktionen, wo ich mir denke, Mann, Saints Row hätte so viel besser sein können, das ist schade. Ja, und die hatten ja Publisher hinter sich. Die hatten ja, die Volition war ja auch nicht alleine. Ja, eben. Deep Silver war da noch mit drin. Ja. Und deshalb hat sich ja auch Payday zerschossen. Wo haben sie natürlich ihren eigenen Dienst gehabt? Das kannst du machen. Das muss aber auch funktionieren. Ja. Und vielleicht sollte man sowas auch mal testen, dass man sagt, erstmal Steam. Dann machen wir vielleicht mal einen Testtag, wenn man sagt, okay, 30. machen wir mal das Spiel über einen anderen Server, mal gucken, ob es überhaupt läuft. Es ist nicht, dass das Spiel dann gleich kaputt ist halt für den Tag, aber nicht gleich komplett für immer und ewig. Das wäre, glaube ich, echt ganz gut gewesen, ja. Das hätte dem Spiel sehr gut getan und nicht nur dem. Ich meine, Payday 3, ja, aber irgendwie habe ich auch jetzt nicht so ein Interesse, also wir können es gerne mal spielen. Aber jetzt nicht so, oh Gott, Payday 3, wenn es irgendwie der Server crash, hat mich dann ziemlich dann enttäuscht. Als es dann ja, das ist krass, weil keine Sau redet mehr über Payday 3. Und der zweite Teil. Das ist schon echt schade. Der zweite Teil funktioniert noch. Ja, und der ist anscheinend immer noch irgendwo besser, das ist irgendwie traurig. Hat ja auch mehr. Dann guck dem zu. Alter, genau ausgezählt, ausgerechnet. Good stuff. Oh, guck mal nach links, da die Stadt hinten. Oh, Junge, ist das schön. Da muss ich nochmal kurz hier einmal das hart ausmachen. Oh mein Gott. Alter, hat man nicht nur das Gebüsch in der Fresse? So ein drin. Oh, ja, es ist so geil, Mann. Hier, ihr neuer Geländewagen. Ihr neuer Geländewagen-Werbung. Boah. Alter, wie geil. Also ich finde, für ein 2017er Spiel sieht das so brutal geil aus. Hast du mal Origins gesehen? Ist jetzt ja. Das ja. Brutal geil. Arschloch. Weißt du, ist mit Stress? Nein, darf ich ja nicht, stimmt.
Ja, in GTA werde ich jetzt nur überfahren, ne? Ja, ja. Und hier ist wieder Rebellengesocks. Kartellgesocks. Kommst du guten Kfz-Mechaniker? Ich kann keiner gebrauchen. Ich kenne tatsächlich einen, aber ich glaube, mit ihm hier kann er auch nichts mehr anfangen. Um Gottes Willen, wie seid ihr gefahren, ey? Frag mal Onkel Emilio, ob er mit dem Ding noch was anfangen kann. Oh, scheiße. Es würde nicht zwingend auch zu übergehen, weil dann würde ich jetzt 10 Minuten wieder mir zurückbringen. Ja, ja. Führerschein beim Panzerfahren gemacht, ey. oh, scheiße. Oh Mann, das Auto hat echt schon seine besten Tage hinter sich, ey. Ja, auch gemerkt, Aber es ist ja auch in echt so, ne? Manche Menschen ja auch, ne? Wenn die auf der Straße stehen, irgendwas ist, die haben einen Unfall gebaut, stehen auf der Straße, dann bleiben sie doch stehen, ne? Die Ausgänger ja. Vorbeifahren. Nee, Junge, es ist okay, es ist ja passiert ein Unfall bauen. Das ist, ne? Oh, wir müssen anhalten. Oh, wir müssen weiterfahren. Aber nicht hier. Packen wir hier. Ich bin. Das ist kein guter Zeitpunkt zum Anhalten gewesen gerade. Kein guter Ort auch tatsächlich. Aber es ist ein guter Ort zum Sterben. Ja. Muss ich auch sagen. Also, du hast den da unten noch Platz gemacht, okay. Ja. Ich hab den auch oben schon die Rübe weggezogen. Der guckt ja kurz da oben und dann du. Pff. Alter. Hab ich schon mal gesagt, dass ich das Spiel wirklich mag? Ja, es ist so geil. Alter, so. Ich glaube, pro Aufnahme-Session so ein Bossgegner, ich glaube, das sollte bei jetzigem Stand. Ich schicke eine Drohne. Schätze ich mal, klappt das sogar. Das denke ich ehrlich gesagt auch, ja. Ich weiß nicht warum, ich muss ein bisschen an. Vielleicht sind die hier, weil wir halt, aber so viel Staub aufgewirbelt haben. Dieser, wie heißt denn das von Payday? Der Scarf jetzt wieder ein bisschen. Wissen zumindest. Ja, ja. Wobei ich sagen muss, dieses Haus geht schon als moderne Kunst durch. Das meine ich nicht positiv. Ja, okay. Ich habe mir eben das Gebäude angeguckt. Müsste, glaube ich, das ist jetzt aber nicht so geil, dass wir hier auch welche von der Unidad haben. Bestimmt. Aber realistisch, aber wieder logisch und realistisch. Ja, das ist natürlich schon, das ist richtig. Mir fehlt aber eine Unidad. Ich würde ganz gerne. Aber das weiß ich nicht, ob das geht. Alter, weißt du, wie wir es letztes Mal gemacht haben, einfach durch ein scheiß Schlachthaus kurz laufen? Das ist ja, ich würde mal gerne wissen, ob ich hier hochkomme. Weil, da sehe ich Potenzial tatsächlich. Oh, das könnte sogar wirklich gehen. Also, das Problem ist, ich muss abbrechen. Also mehr finde ich nicht innerhalb noch ein paar. Aber. Scheiße, das geht nicht, wa? Warte mal, wenn ich hier rüber gehe. Genau. Mache ich den Mountain Climber, let's go, oder? Der Werber Ubisoft hat jetzt so sich das Haus ausgedacht. Keine Ahnung, die müssen komplett besoffen gewesen sein. Aber es kann natürlich sein, dass es wirklich so wie so ein bolivianisches Stil ist und das einfach nur nachempfunden haben. Das ist, will ich nicht ausschließen. Komme ich da echt nicht hoch? Komme ich da? Ach komm, wirklich? Ah, das ist doch wack. Nein, nicht da rein. Oh Gott. Ja, so ist gut. So ist okay. Ich erkenne eine kleine Gruppe. Ich könnte. Ah, das könnte gehen. Aha. Okay. Also ich habe, glaube ich, gerade wirklich Potenzial, hier hochzuklettern und das einfach von da oben dann zu koordinieren. Ja. Mir fehlt nur noch ein kleines Stückchen. Und hier sehen Sie den Bubble. Hier erkennt er, oh ja. Ja, klettern kann ich gut. Oder gehe ich den Stein wieder runter bei einer neuen Moderationssendung. Das ist wirklich extrem spannend. Ich muss erst mal gucken, wo es lang geht, aber ich glaube, da kommt man hoch. Und wenn das geht, dann können die sich halt warm anziehen, diese Früchtchen, Alter. Dann ist hier nämlich gleich. Wie bist du da überhaupt hochgekommen? Ich habe einfach so lange Steine gesucht, bis ich welche gefunden habe, wo ich hochklettern konnte. Ich eben, war geil. Er war außen rum gegangen. Ey, Leute, ich komme wirklich zu dem Fritzen da hinten hin, der da in seinem scheiß Türmchen hockt. Da war der Kollege Stillschuh. Du hast gleich ausgesorgt. Oder ausgedient, besser. Skyrim-Trick. Der dann überall irgendwie hoch. Haha, ich hab ihn echt erwischt, geil. Jetzt muss ich nur noch dahin und dann kann ich mich selber reinhocken und dann können die mich alle mal. Das ist geil, Alter. Ich wusste doch, dass es funktioniert.
sollte hier jemand den Ubisoft-Designer sich angucken? Habt ihr das euch so wirklich bedacht oder habt ihr einfach vergessen? Ich glaube nicht, dass es so gedacht war. Falls doch, ist es echt cool, weil ich glaube, es gibt wirklich nur diesen einen Weg, den man da hochkraxeln kann. Aber würde mich nicht überraschen, wenn sie das nicht so gedacht hätten. Ja, aber das geil ist, das Spiel gibt nur die Mission und sagt, das ist das, deine Mission, mach. Ja, richtig. Und wie wir es machen, das ist wieder... Das liegt an unserem Ermessen. Oh. Okay, wird man aber auch schnell gespottet. Alter. Oh, ist das Game geil. Bist du auch gekommen? Ja. Yep. Geil, aber pass auf, man wird dich schnell gesehen. Das finde ich halt auch so geil, dass du dich so einmal so richtig drehen kannst, ne? Kenne ich halt auch noch als Max Payne. Ja, Max Payne, jetzt habe ich ihn verfehlt. Jetzt habe ich ihn... Okay, noch ist alles gut. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. Alles cool. Alles okay. Also ich habe ja den nächsten im Visier hier. Tango ist tot. Hat er wie immer schon, Windows hat eben währenddessen ich geschossen habe, die ganzen Symbole unten in der Taste ist ja neu gemacht. Ganz kurz. Wir haben hier unten zwei Ziele nebeneinander, siehst du die? Warte, ich hole mir erstmal den da hinten, oder? Kann ich mich hinstellen kurz? Ja, die beiden sehen. Mach du den linken, ja? Den linken, okay. Auf 3. 1, 2, 3. Junge. Scheiße, hat sich wegbewegt, warum auch immer. Ja, Mist, jetzt ist das natürlich doof. Ja, jetzt hat er die alarmiert. Okay. Scheiße. Das ist jetzt ganz blöd. Einmal dreht er sich da so ganz komisch weg. Santa Blanca greift und die Dart an? Machen die sich jetzt gegenseitig gerade kaputt da unten? Keine Ahnung, aber warte. Ja, die schießen auf sich an. Die schießen aufeinander. Wir können ja auch mal ganz kurz. Wir können ja auch. Tango ist tot. Das ist ja ein doof gelaufen. Aber wir können das Chaos gleich noch zu unserer. Da ging das ja. Ah. Wir können das Chaos gleich noch nutzen. Also. Mist, verdammt. Luxpilz. Hä? Aber wem greifen sie denn an? Die sind sich, glaube ich, gerade gegenseitig auf den Sack gegangen. Die haben begonnen, einander anzugreifen. Wahrscheinlich dachten die durch den. Ah, da kommt Verstärkung. Wir warten erstmal ab, die wissen nicht, wo wir sind. Die haben wahrscheinlich gedacht durch die Schüsse, dass die das Lieder auf sie geschossen haben, weil die uns nicht gesehen haben. Achso, da ist bestimmt nur so ein vorläufiges Pakt gewesen. Ja, lass sie erstmal in Ruhe reinlaufen und dann. Gut, wir sagen, wie die alle hingehen. Die knallen sich alle gegenseitig ab. Immer schön in Deckung bleiben, immer mit 10, damit die einen nicht sehen. Sollen die ruhig suchen? Zu langsam. Ja, jetzt schießen sie wieder aufeinander. Das ist so geil, Mann. Das wäre aber sogar logisch, wenn das verfeindete Dinge sind, dass sie es dann in dem Moment denken. Ja, ja. Das ist sogar gar nicht mal so blöd, das ist gar nicht mal so unlogisch. Gerade unter Gangs, dann ist es ja so, dass sie dann mal gar nicht nachdenken. Korrekt. Okay. Das gibt ja auch Sinn, die wissen ja, dass die hier sind. Und plötzlich fängt einer an zu ballern. Wer sollte das denn sonst sein, außer den jeweils anderen? Dass da noch eine dritte Partei unterwegs ist, ist ja super unwahrscheinlich. Das ist wirklich ein Traitor-Move, ey. Ja, das ist halt wirklich, das ist halt TTC und wir haben die einfach komplett gegeneinander ausgespielt. Ohne, dass wir das überhaupt wollten, aber es hat funktioniert. Dieser Typ da hinten ist auch komplett bescheuert, ne? Der Tango ist hin. Im Lauf einfach. Ja. Im Lauf habe ich den Hurensohn erwischt. Ja. Hallo. Bitte, drei Schüsse gebraucht. War das der Leader, ne, den du da gerade erwischt hast? Ja. Oh, da sieht mich einer. Oh. Meiner entwischt der und deiner. Der Headshot war auch saftig, ey. Okay, ich glaube, wir können langsam hier die Hügel runterklettern. Alter, ja, also. Okay, das sah erst super scheiße aus und lief dann viel besser als erwartet. Zielbereich direkt vor uns. Macht euch bereit. Macht euch bereit für was denn? Wir haben alle erledigt. Also passt auf, wir brauchen ihn lebend. Ja, ich glaube nicht, dass El Emissari noch viel wird machen können, um sich dagegen zu Wehr zu setzen, dass wir den da jetzt rausholen. Ich glaube, der kann sich hart ins Knie ficken, tatsächlich. Ich hoffe, wir haben ihn nicht versehentlich erschossen, aber nee, ich denke mal nicht, ne? Nee. Ja, er wird doch nicht hier sein, er wird ein Ding Schutzbunker oder wie auch immer.
Da muss ja eigentlich, ne? Ja, das ist natürlich immer. Ah, der ist über uns. Der ist über uns. Der hat den Highground, oder? War gleich die Meta. Der hat den Highground, ja. Der hat gleich einen Anakin. Der. Solange er mit uns nicht den Obi-Wan macht, ist ja alles okay, weil dann haben wir gleich ein paar Beine weniger und das ist, Du hast den Short ja auch gesehen, ne? Ah, hier ist die Treppe. Oh, ich habe immer Probleme, Treppen zu finden. Ich weiß auch nicht, warum. Diesen Short hast du auch gesehen, ja. Dein Vater war in... bei der Bundeslava nie besonders gut. Oh! Bisschen abhängen? Soeben abgetreten. Lieber tot, als sich vor seinem Großvater zu verantworten, das ist krank. Haben wir ihn dazu getrieben? Komm, hör auf mit dem Scheiß, es war seine Entscheidung. Wir müssen ihn durchsuchen, vielleicht hat er etwas bei sich. Abschiedsbrief oder was? Lieber Opa. Wie makaber das wäre. Ja, lol, wirklich. Norman, hier Nomad. Wir haben El Emissario gefunden. Er ist tot. Was ist passiert? Selbstmord. Hat kann süchtig machen. Nachricht verfasst, dass er die Schuld für die Labore in Okoro auf sich nimmt. Konnte wohl nicht ertragen, seinen Großvater zu enttäuschen. Der Scheißkerl, wir hatten El Jato schon im Sack. Und jetzt das. War wohl doch nicht so ein Versager, wie wir dachten. Er hat nur nicht das gemacht, was wir erwartet haben. Das kommt schon mal vor. Machen Sie so etwas öfter? Ich tue, was der Job verlangt. Genau wie Sie. Oh. Oh, Video. Let's go. Innovation gegen Erfahrung. Technologie gegen Tradition. Jung gegen alt. La Gringa gegen El Jajo. Ich hatte gehofft, sie würden einander beflügeln. Doch sie kamen nicht klar. Sie waren zu verschieden. Ich stelle Kokain seit Jahren so her. Das ist genau das Problem. Unser Produkt war so gut, dass die Nachfrage weiter stieg. Wir kamen nicht nach. Egal wie ihr es macht. Wissenschaft, Tradition, Voodoo. Nur macht mehr. Sonst finde ich jemand anderes. Alter. Eieiei. Hat er sich einfach aufgeknüpft, der Bastard. Wir haben einfach das nächste Gebiet. Aber das nächste Gebiet ist schon freigeschaltet? Ne, das nächste Gebiet schalten wir frei, da wo wir hingehen. Das nächste. Oh, stimmt, wir haben auch 6 von 6 Einsätzen, ne? Wir haben 6 von 6, wir haben alles fertig gemacht. Oh, krank. Okay, das ist ja abgefahren. Was noch fehlt, sind ein paar Kingslayer-Akten, ein paar Dateien, die man sich durchlesen kann. Ob man jetzt die alle sagen will, weiß ich jetzt nicht. Ja, okay, verstehe. Weil wir die ja eh nicht lesen, sondern irgendwie. Okay, das ist krass. Alter, das war ein ziemlich großes Gebiet. Ja. Okay, hauen wir erstmal hier ab. Ich meine, wir haben als nächstes freigeschaltet oder gemacht El Cerebro. Ach ja, den hatten wir schon erwähnt bekommen, der so super schlau ist. Ich habe 9 Fähigkeitenpunkte, das müsste ich eigentlich mal nutzen. Den könnte man theoretisch angehen. Ich glaube, ich mache auch mal eine Tarndrohne. Ich glaube, ich gehe nochmal auf stabiles Ziel, dann habe ich das gemaxt. Dann 3 Punkte. Ich glaube, ich gehe nochmal Wiederbelebungstempo und dann habe ich das auch schon auf Stufe 3. Kann nicht schaden. Aber ich muss ja sagen, obwohl das ja bei Mafia 3, mein großer Kritikpunkt, weil man so ein Design gewählt hat, hier liebe ich das Design. Und finde es auch genau richtig. Ich finde das auch extrem schön. Also, gefühlt ist die Welt halt so. Also, ich glaube, die Welt ist auch extrem groß, aber sie sieht halt auch umdrehen noch so wahnsinnig gut dabei aus. Das ist so verrückt. Ja, also. Das ist natürlich geil. Ich meine, was man auch als nächstes noch machen könnte, wäre, zu den Gebieten auswandern, wo Sam Fisher ist und wo Rainbow Six ist. Also Sam Fisher Gebiet zum Beispiel. Der hat ja wohl ein ganz eigenes Gebiet. Hatten wir nicht noch diese eine Sam Fisher Mission? Ja, die haben wir noch, ja. Sam Fisher. Mhm. Oh. Naja, hab ich kurz angemacht, aber. Ja. Tja, krass. Schöne Autos. Hat der Huhn sich in die Arme aufgeknöpft? So ein kleiner Penner. Man kann das Blut aus dem Körper schießen. Brauch nicht, woher ich das weiß. Woher weißt du das? Scheiße. Und nicht dein Ernst jetzt, oder? Du bist doch hier. Ich nehme dich jetzt nicht wieder, weil du sonst nichts daraus lernst.
Ja, liegt ja schön. Ich würde dich jetzt hiebängen, aber ich habe keine Eier. Ja, komm. Oh Mann, ey. Vor allem noch schön mit dem Rücken auf die Stufen. Oh Mann. Querschnittsdämmung zu mitnehmen. Und dann so mit den Wagen. Jetzt guck mal an, wie ich die scheiß Karre geparkt habe hier, Mann. Nur wegen dir. Oh, ich muss doch weg hier? Ja, das geht, okay. Oh, meine Fresse, ey. Ich spring da einfach von da oben runter. Du Asi, Alter. Oh Mann, ich kann das alles nicht mehr. Wirklich, das ist nicht zu fassen. Mag sein, aber Mann. So ist es. Ich melde mich wieder. Jetzt haben wir die 6 Stunden 10 Minuten erreicht, ey. 6 Stunden 10 Minuten, ja, krank. 370 Minuten, ja, das können ein paar Folgen werden, glaube ich. Ja, also schon inzwischen ein paar. Ach du Scheiße. Oder wenn wir den Stop anlegen würden, wir müssten erstmal nicht mal aufnehmen. Ich wollte gerade sagen, also. Können Urlaub fahren, alles ist mir egal, scheißegal. Ich glaube allein, also die Aufnahme alleine heute müsste für 2 Wochen reichen, das ist unfassbar. Ja. Also. Ach du Scheiße. Theoretisch einmal Borderlands noch aufnehmen, das heißt verpolstert für ewig. Tja, ist halt wirklich so. Ja, krass. Gut, ja, eigentlich ist es ja trotzdem eine ganz gute Stelle, einen Cut zu machen, würde ich sagen, da wir jetzt das Gebiet fertig haben im Grunde. Genau. Also. Ja, genau, ja. Genau. Ja, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mal gucken, wie viele Folgen das werden. Ich tippe es auf 14 oder so. Mal gucken. Ja, nächstes Mal geht's dann mit dem nächsten Gebiet weiter. Bis dahin, haut rein. Ciao.